Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Gubifactorium in unserer Mission 7 noch immer. Ja, das wird natürlich immer aufwendiger, aber auch immer interessanter. Noch kurz zur Info, was haben wir alles gemacht? Wir haben hier unten die ganzen Sachen hergestellt, da sind wir noch dran. Biere, Dattelmilchshake, Schokomilch, wie auch immer, Tee. Dann haben wir unten in der Küche Butter, Käse, Schokomuffin, also alles hergestellt, was es eigentlich gibt. Hier alles hier im Lager. Ich würde jetzt auch mal das Lager freigeben, dass sie sich auch mal hier dran bedienen können, wenn sie Hunger haben. Man sieht auch schon, die kommen auch schon, weil das natürlich feine Sachen sind. Das hebt auch wieder die, ja, die, wie kann man sagen, den Gemütszustand, wenn man so will, von den Leuten, weil es natürlich jetzt feine Sachen gibt. Und wir haben jetzt diese ganzen Sachen produziert, um die Quest abzuschließen. Die sind abgeschlossen, also lasst es euch schmecken, meine Lieben. Des Weiteren, ihr kennt das meiste ja schon. Was habe ich noch verändert? Groß eigentlich nichts mehr. Ich habe ja hier oben letztens die Pilzfarm gebaut, die automatisiert die. Übrigens automatisiert die Farmen, kann ich euch ans Herz legen. Das ist wirklich super klasse. Und hier im Pferdebahnhof wird das abtransportiert. Ich hätte jetzt auch mit Teppelin arbeiten können. Aber ich finde die Pferde eigentlich so niedlich hier, wie sie da so rennen. Und die machen das natürlich viel schneller wie jetzt die Bewohner. Und wir können die Bewohner etwas entlasten. Wir haben hier ja die Rentierfarm, die Weide, ja, die haben entsprechend Milch. Das ist ein bisschen Mangelware, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Zumal die das ja auch immer als Rohprodukt, sage ich mal, konsumieren. Also ist das wohl was Leckeres. So, des Weiteren haben wir jetzt das Biozeug an Bord. Wir müssen mal schauen, was hier noch fehlt. Fehlt veredeltes Holzteil. Wo haben wir denn das gehabt? Das war das hier irgendwo. Holzbrett. Moment. Das edle Holzteil. Das konnte man doch irgendwo herstellen. War das hier unten? Das war hier unten. Wieso machst du eigentlich keins? Was fehlt denn dir? Holzteil. Eisenblock und Kupferblock. Du hast doch eigentlich alles da. Wieso machst du nicht? Der hat doch Verbindungen zu den Blöcken. Ah, das Holzteil ist falsch. Ich habe das vergessen. Ich muss die Verbindung von hier her machen. Hier sind Holzteile drin, oder? Genau, ich muss die Verbindung hierher ziehen. Dann sollte er auch die Sachen kriegen. Eisenblock, Kupferblock kriegt er von hier oben. Das haben wir auch sehr schön, beziehungsweise sehr groß auch angelegt. Das werde ich jetzt mal noch ein bisschen vergrößern hier, dass wir einfach sicher sind, dass der Platz nicht ausgeht, weil Kupfer und Eisenblöcke brauchen wir immer dringend. So, und er hat dann, glaube ich, alles, was er braucht. Er muss noch bestückt werden. Ja, passiert hier gerade, habt ihr gerade gesehen. Hier kommt also schon der Eisenblock. Und dann kommt also der Kupferblock und dann noch das Holzteil hinzu. Holzteil liegt auch schon dran. Das brauchen wir so den Kupferblock. Und dann wird er hier das Holzteil machen. Mal schauen, wo der Kupferblock bleibt. Irgendeiner muselt gleich mit dem Kupferblock her. Na? Hallöchen. Schauen wir mal. Er ist ja natürlich alle voll Elan und voll ausgelastet. Ja, es gibt hier aber auch keine Fehlermeldung, dass irgendwas fehlen sollte. Also ich glaube, das ist bloß noch ein Thema der Zeit, wann einer sich den Kupferblock schnappt. Okay, es war ein Eisenblock. Habe da gerade gebracht. Ich habe gemeint, es fehlt noch Kupfer. Ach, das war schon in der Mache. Alles klar, verstanden. Und das wird jetzt auch hier schon ans Haus gebracht. Genau, dass wir hier das bauen können, das moderne Haus. Ich habe ja schon welche abgegradet. Ihr seht hier schon, 6 von 20 sind fertig. Ich mache jetzt hier munter weiter. Wir haben ja jetzt richtig viel von dieser von diesem Biomaterial. Und wir werden das Ganze jetzt hier verbessern. So. Stück für Stück.
Okay, hier oben haben wir noch die ganzen Häuschen. Natürlich auch wieder ein bisschen Arbeit jetzt für die Lieben, aber sie wollen ja unbedingt diese ja, Luxusvarianten haben. Also müssen sie es auch aufbauen. Die Maus ist manchmal ein bisschen unpräzise, wenn man hier klickt. Okay, hier haben wir es. Da müssen wir noch. Hier müssen wir noch ran. So, dann haben wir es ja bald. 14 von 20 haben wir schon. Besser, modernes Haus. Modernes Haus. Du auch noch und du auch noch. So, jetzt haben wir mal alles in Auftrag gegeben. Man sieht auch hier, es sind Leute sehr, sehr glücklich, weil sie natürlich jetzt mega coole Häuser kriegen. Es sind ja auch schon alle umgebaut. Machen wir noch ein bisschen langsamer, dass wir es ein bisschen genauer sehen können. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt gleich hier mit unserer Mission fertig sind. Es sei denn, es kommt noch was anderes dazu. Aber ich denke mal, wir haben es jetzt momentan ganz gut so gemeistert. Kann man wahrscheinlich auch besser machen, aber das wieder gern von euch beraten. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, bis es abgegradet wurde. Wird gleich der Fall sein. Und dann schauen wir mal, ob die Mission soweit abgeschlossen ist. 19 von 20 haben wir schon. Die sind zwar mal kurz, ganz kurz unzufrieden, weil sie kurz obdachlos sind, weil es natürlich umgebaut wird. Aber die ziehen dann bald wieder ein und sind dann auch wieder happy. So. Und warten nur. Der Ulrich kommt und sagt, kaum zu glauben, aber wir sind fertig. Das war wirklich was. Ja, jetzt können wir endlich unser wohlverdientes Fest mal genießen. Ja, ist reichlich da. Weißt du, Sibylle, so seltsam es auch klingt, ich frage mich, ob wir aus Grimms Lektion tatsächlich etwas gelernt haben. Ohne die Herausforderung, eine autarke Kolonie aufzubauen, hätten wir vielleicht nie gemerkt, wie übertrieben und unvernünftig unsere Bedürfnisse geworden sind. Das klingt dumm und sinnvoll zugleich. Tut mir leid, dass ich störe, aber Erwin hat eine neue Stele übersetzt, die er gefunden hat. Mal sehen, was sie sagt. Sie ist in der gleichen Sprache geschrieben wie die Stele, die wir am Anfang unserer Reise gefunden haben. Derjenige, der dies liest, wird Erfolg haben, wo viele versagt haben. Der Suchende hat sich durch die Torturen, die er überstanden hat, und durch seine Tapferkeit des Geheimnisses würdig erwiesen. Um die Herrschaft über den Kosmos zu erlangen, sind die Quinta Essentia zu enthüllen, wird der Suchende in das Geheimnis der vier Elemente eingeweiht werden. Erst dann wird ihm die Quinta Essentia, der Schlüssel zum ewigen Reichtum, offenbart werden. Prima, jetzt sind wir jetzt wohl wirklich daran, wir sind jetzt wohl wirklich nah dran. Lasst uns zur nächsten Insel segeln und unsere Reise zu Ende bringen. Okay. Ich werde aber die Insel nicht verlassen, bevor hier meine Häuser noch fertig sind. Das will ich natürlich schon abschließen. Aber etwas schneller. Sollen sie mal noch hier upgraden? Und ich möchte, dass sie alle glücklich sind am Schluss, oder? Wäre doch toll. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Biomaterial über die Pilze. Dann werden die Häuser quasi verbessert. Wahrscheinlich isoliert, oder? Warum hat die alten jetzt... Wobei, die sehen auch ganz nett aus, ja. Was cool wäre, so ein bisschen Varianz vielleicht bei den Häusern. Vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen. Das wird mir auch noch ganz gut gefallen. Aber hey, es ist ja nicht wirklich jetzt Fokus des Spiels. Sondern es geht ja eigentlich hier um die ganze Wirtschaftssimulation. Okay. Hier entsteht das vorletzte Haus-Upgrade. Und dann bleibt nur noch eins übrig. Hier von Munold. Munold kriegt doch ein Upgrade in sein Haus. So, dann gucken wir noch mal dazu, wie das Haus noch entsteht.
So. Schauen wir mal. 2 sind jetzt neutral. 46 sind überglücklich. Und 4 sind unglücklich. Ja. Soweit, so gut. Okay, also wir haben es geschafft und ich werde jetzt ganz gern diese Mission abschließen wollen und den mal hier Insel verlassen und wir schauen mal, was wir denn alles erreicht haben. Also es haben wieder ganz viele Upgrades stattgefunden. Die Mitarbeiter haben quasi, oder beziehungsweise die Personen haben sich haben mehr dazugelernt im Bereich Bau, in Landwirtschaft, Viehzucht und so weiter, Abbau und Ernten. Sehr schön. So, wir verlassen die Insel. So, dann schauen wir mal, was da kommt. Wir drücken die Taste, um loszulegen und schauen uns jetzt mal die Übersicht an. So, okay, wir sind ja schon fast am Ende. Ich denke jetzt mal, das war optional und wir sind jetzt hier bei Imt. Die nächste Insel wird die Jarnsaxa sein. Das Ende unserer Reise ist in Sicht. Okay, wir schauen uns mal die Insel an. Das könnte natürlich sehr, sehr kalt werden. Ich gehe mal davon aus, wir gucken mal. Schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Wir drücken mal eine Taste, um loszulegen. So eine Vorabansicht. Es sieht nach Schnee aus. Ich hatte recht. Oh weh, das wird eine Herausforderung werden. Wir müssen zerkleinertes Carbonat besitzen und müssen auch wieder Gegenanlagen freischalten. Dafür brauchen wir auch Schienen. Oh, das wird auf jeden Fall eine Mission. Wahrscheinlich die aufwendigste schlechthin. Ja, aber diese Mission starten wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und sage bis dahin, tschüss.